Hallo zusammen, hier ist euer Jörg, euer Taschenfreak. Ja, lange kein Video mehr gedreht, stimmt, habe ein bisschen Pause gemacht, war auch gut. Und habe heute, gestern, die Tage, einen Karton geschickt bekommen von Compagnon. Und zwar die neue Element Line bekommt einen Zuwachs. Die Element Line hat die Taschen, die Rucksäcke, den Backpack in 11 Zoll, in 15 Zoll und so weiter und hat jetzt ein Tech Pack oder The Element Line Pouch dazu bekommen. Was ist das? Machen wir erstmal den Karton weg. Pouch ist im Prinzip eine Allzwecktasche, eine Zubehörtasche, eine Kleinteiletasche, eine Umhängetasche, denn wir haben hier einen Gurt dran, eine Tasche, die an den Gurt der Element Line angebracht werden kann, eine zusätzliche Tasche. Darin können wir unter den wasserfesten, nicht wasserdichten, aber wasserfesten Reißverschlüssen jede Menge Kleinkram umbringen. Wir haben hier eine Netzstofftasche mit Reißverschluss. Wir haben hier so Neoprenteile, die man auseinanderziehen kann, wo ihr gut Akkus und Zeug reinbringen könnt. Ein Zusatzfach, ein großes Fach und eben noch ein zweites Fach am Rücken. Das ganze Teil kostet 69 Euro. Ich glaube, für Vorbesteller, weiß ich jetzt nicht, wie lange das geht, für 49 Euro, wird irgendwann jetzt auch im August dann lieferbar sein, so wie die Element Line auch, Juli, August, die ja über Kickstarter gestartet wurden. Wir haben hier jede Menge Gummifächer, Kleinteilefächer, Akkus, Kabel, SD-Cards, Speicher, XD-Cards, Stift, iPad, was auch immer. Hier oben nochmal ein Stift. Wir kennen das alle, dieses digitale Nomadenleben. Überall ist irgendein Kleinkram, der irgendwo rein muss. Jetzt im Sommer, wir gehen ja auch alle ein bisschen mehr raus, eine kleine Sonnencreme, die Sonnenbrille, alles das muss irgendwo rein. Die Fototasche ist aber in der Regel schon mit Notebook, Kamera, Objektiv schon bumsvoll. Das Ganze kann diese kleine Zubehörtasche, die man eben auch als Umhängetasche tragen kann, denn der Gurt ist dabei, der ist hier nur geschützt durch ein Gummi, der ist längenverstellbar, so dass ihr die Tasche auch bequem hier seitlich einhängen könnt über diesen Metallkarabiner, so wie wir das aus der Element Line heraus kennen. Man muss es natürlich vorher hier erstmal rausfuchteln. Zack, zack. Und auf der anderen Seite genauso. Das ist jetzt ein bisschen langwieriger, weil man es eben einmal machen muss und sich entscheiden muss, möchte ich das Ganze an der Element Line an den Gurten anbringen, indem ich das hier öffne, da durchziehe. Feine Sache, stört nicht, passt super hin, kann es jederzeit abnehmen, wenn ich es beim Termin eben nicht brauche. Oder ob ich das Ganze hier als Rucksack, nicht als Rucksack, Quatsch, als Schultergurt benutzen möchte. Der ist auch super lang, sodass ihr ihn auch quer über dem Körper tragen könnt. Und das Ganze könnt ihr dann in den entsprechenden Stoffschleifen hier einhängen. Schön gemacht, cool gemacht, einfach gemacht und trotzdem kann man das Ganze auch abmachen. Das heißt, wenn ihr es irgendwo drum binden wollt, ihr wollt es euch um die Hüfte binden, auch das geht. Selbst bei so einer großen Hüfte wie meiner, könnt ihr euch das drum hängen und habt die Tasche dann eben hier irgendwo an der Seite. Geht gut, macht viel Spaß, gefällt mir die kleine. Ich werde mal probieren, ob ich die DJI Mavic Air 2, Neuzugang bei mir, ob ich die hier auch reinbekomme, die kleine Drohne. Denn das würde mir schon gut gefallen. Da gibt es zwar so eine hübsche, naja, hübsch ist übertrieben, so eine kleine Tasche dazu, die ist sehr vielseitig, da ist die Drohne drin, aber wer weiß, vielleicht passt das hier rein. Wenn das so ist, dann füge ich euch gleich noch ein paar Bilder hinten an das Video an. Schaut bei Compagnon mal vorbei, Element Pouch, sie nennen es auch Tech Pack, weil es eben für die Digitalis unter uns, die Tausende und eine Nacht Kleinteile dabei haben, gemacht ist. Preislich sehr gut, Verarbeitung wie die Element Line, könnt ihr nichts falsch machen. Guckt euch das an, wenn ihr hier bei den Vorbestellern dabei seid. Ganz ehrlich, dann drückt auf den Knopf und kauft euch dieses kleine Teil. Das werdet ihr sonst vermissen, bin ich mir sicher. War das ein Werbevideo? Das könnt ihr selbst entscheiden. Ich denke mal schon, denn ich habe für das Ding nichts bezahlt und werde es trotzdem nicht mehr hergeben und werde es mit meiner Element Line, und da bin ich quasi komplett drauf umgestiegen, werde das nutzen und freue mich drüber, dass ich endlich meinen digitalen Kleinscheiß, damit ist das Video nicht für Kinder unter 6, damit ich diesen ganzen Kleinteilscheiß hier irgendwie auch unterbringe. Hat mir Spaß gemacht, das euch vorzustellen. Danke an Compagnon. Ich finde, ihr geht hier einen geilen Weg. Geht den weiter. Habt einen schönen Tag. Euer Taschenfreak, euer Jörg sagt tschö, bis bald. Danke.